Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, der Oktober ist fast vorüber. In manchen Bundesländern ist heute der Feiertag, in Bayern und auch anderen Bundesländern dann morgen. Dementsprechend, ja, vielleicht habt ihr heute dann Lust und Zeit, ein wenig dem Hörgenuss zu lauschen. Ja, immer am letzten Donnerstag im Monat, ja, sind wir so als Stamm-Mädels-Crew, alle sind unten in der Infobox verlinkt, am Start und erzählen euch einen Hörschatz des Monats. Es ist in der Regel ein Hörbuch, also auch etwas, was ihr natürlich lesen könnt. Es ist aber auch manchmal ein Hörspiel oder wie heute in meinem Fall mal wieder ein Podcast-Tipp. Beziehungsweise kann man sich diesen Podcast-Tipp auch auf YouTube anschauen. Die Playlist zu den Hörgenüssen findet ihr unten in der Infobox und schaut auch gerne bei den anderen Mädels vorbei. Auch ich freue mich da immer auf den letzten Donnerstag im Monat, wenn da die Hörgenüsse eintrudeln in meiner Abo-Liste. Ich möchte euch heute einen Podcast empfehlen, den ich ja gut seit über knapp einem Vierteljahr immer mal regelmäßig höre. Und es ist Hotel Matze. Ich blende ihn euch mal hier ein. Man kann seine Gespräche, seine Interviews auf YouTube mit Bild sehen. Manchmal ein bisschen in verkürzteren Schnipseln, manchmal auch in voller Länge. Und man kann es aber natürlich auch auf Spotify hören, Apple und so weiter, also auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin damals auf ihn gestoßen, als er ein Interview mit Jürgen Klopp ja, im Grunde gemacht hat. Ich fand das Gespräch einfach mal anders. Ich fand es intensiv. Ich fand es total spannend aufgebaut. Und ich muss sagen, ich mag die Art, wie Matze Hilscher, heißt er, glaube ich, Fragen stellt, ins Gespräch geht und sich dann auch ganz oft ein Dialog einstellt und nicht eher der klassische Interviewer bleibt, sondern auch ja, im Grunde seine Gäste animiert, so in den Dialog zu gehen, in den Austausch zu gehen, Gegenfragen zu stellen. Das mag ich wahnsinnig gerne. Ja, diesen Podcast, dieses YouTube gibt es seit 2016 und man findet mittlerweile allerhand Gespräche mit Politikern, Autoren, Schauspielern, Sportlern, Moderatoren, Menschen des öffentlichen Lebens. Also es ist wirklich gefühlt für alle etwas dabei. Besonders begeistert hatte mich eben damals im Juli letzten Jahres das Gespräch mit Jürgen Klopp. Ich finde Jürgen Klopp einen super sympathischen ja, Mensch, Fußballer, Trainer und habe ihm super gerne gelauscht und bin dann eben auf diesem Podcast hängen geblieben, habe einige Folgen auch immer mal nachgehört. Ich fand auch total spannend das Gespräch mit Kim Franke von Echt, also was im Grunde so dazu führte, dass die Band so erfolgreich war, warum sie dann aufgehört hat, warum man so lange nichts gehört hat, bis es dann ja letztes Jahr auch die Doku gab, wo Kim Franke eben ja auch vieles in der Echtzeit, also die Band echt ja, mitgefilmt hat und auch das Gespräch, da waren sie zu dritt, da war noch ein anderer Bandkollege von Kim Franke dabei, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Auch angeschaut und begeistert war ich vom Gespräch mit Christina Thürmer. Ich habe von ihr ja schon einige Bücher gelesen, es ist ja die meistgewandertste Frau, die wirklich einen Großteil des Jahres irgendwo unterwegs ist. Ich folge ihr auf Instagram, bin immer total begeistert, wo sie gerade ist, was sie erlebt. Ich mag ihre Bücher und ich glaube, irgendwann muss ich auch mal zu einer Show von ihr. Ich finde das eine ganz besondere Frau, die wahnsinnig authentisch und im Hier und Jetzt angekommen ist. Und ich mag das unwahrscheinlich gerne, wenn Menschen so bei sich sind. Und das Gefühl habe ich bei Christina Thürmer auch bei diesem tollen Gespräch gehabt. Es war zum Beispiel auch das Gespräch mit Gregor Gysi. Und jetzt bin ich politisch nicht jemand, der unbedingt in diese Richtung von Gregor Gysi gehen würde. Aber ich muss sagen, das Gespräch als Mensch Gregor Gysi fand ich wirklich spannend. Ich mag manche seiner Gedankenansätze, wie er die ausführt, wie er die weiterdenkt. Ich mag auch zum Beispiel seinen Podcast zusammen mit Karl Theodor zu Guttenberg. Auch den höre ich sehr regelmäßig. Also so gibt es dann immer mal Verwebungen. Und auch dem habe ich super gerne gelauscht. Und mein aktuelles Highlight, was jetzt dazu geführt hat, ja, dass ich im Grunde über Hotel Matze hier im Hörgenuss sprechen wollte, war das Interview mit Harpe Kerkeling. Nicht nur das ja, Ende September Harpe Kerkelings neues Buch, was ich als Hörbuch gehört habe, für mich ein absolutes Highlight war, aber allerdings zu spät war, um der September-Hörgenuss zu werden und ich dachte, ich kann das jetzt vielleicht so ein bisschen mixen, denn Gib mir etwas Zeit war wirklich ein wahnsinnig
toller Ausflug in die Vergangenheit und auch in das Leben von Harpe Kerkeling. Und ich habe mir dieses Interview am Strand angehört. Es war einfach großartig. Ich war Anfang Oktober, ja 10 Tage in Dubai und habe dann gesehen, dass es dieses Gespräch mit Harpe Kerkeling gibt. Und ich dachte, lädst du dir das jetzt im WLAN des Hotels runter? Hörst du dir das dann am Heimflug an? Und dann war das aber so auf dem Handy. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr dann wisst, da ist irgendwas, was ihr spannend findet, dann muss es eigentlich manchmal auch irgendwie gleich sein. Und dann wirklich Ohrstöpsel rauen und dann habe ich im Grunde mit einem Ohr Matze und Harpe zugehört und auf der anderen Seite war das Meer und es war einfach wunderbar. Ich habe geschmunzelt, ich habe gelacht, ich war tief betroffen und ich finde es einfach toll, wie Matze es schafft, Emotionen bei seinem Gegenüber herauszulocken, beziehungsweise ist, glaube ich, Harpe schon jemand, der da auch sehr offen ist und da auch wirklich Emotionen zulässt, wie er tiefgründige Fragen stellt, auch mal ganz andere Fragen. Also ich bin da wirklich beeindruckt, wie er sich vorbereitet, welche Themen er interessant findet, was er mitnimmt, was er vielleicht manchmal nur so anschweift und, ist das ein Wort, anschweift, an, ihr wisst, was ich meine, also wenn man das so, mir fällt das gerade nicht ein, und aber dann eben auch Dinge hat, die vielleicht noch nicht 20 Leute vorher gefragt haben und man da einfach nochmal andere Facetten des Gegenübers kennenlernt. Und ich finde, das gelingt Matze Hilscher wirklich wahnsinnig gut und auch bei Harpe Kerkeling. Das war wirklich so meine Lieblingsfolge in diesem Jahr, in der ich wirklich wunderbarst gelauscht habe und es mir dann tatsächlich zu Hause auch nochmal auf YouTube angeschaut habe. Ja, passiert eher selten, dass ich mir Podcasts doppelt anhöre, muss ich ehrlich gestehen. Aber hier wollte ich auch einfach Harpe vor mir wissen, da einfach zusehen. Und ich mochte die Chemie der beiden und ich fand es ein wahnsinnig tolles Gespräch. Und aus diesem Grund, ja, musste es jetzt einfach sein, dass ich euch den Podcast Hotel Matze hier empfehle. Schaut da super gerne mal auf YouTube vorbei oder geht auch, wie gesagt, zum Beispiel auf Spotify. Schaut euch da um, je nachdem, wo ihr eben lieber Podcasts anhört oder eben in Videoform auch auf YouTube. Ich habe mich auch schon seit längerem an seinem Newsletter angemeldet. Auch hier kommen immer mal wieder spannende Impulse, was ich sehr gerne mag. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Newslettern, aber den von Matze, da freue ich mich. Ich glaube, montags kommt er immer oder dienstags. Da freue ich mich immer sehr drauf und kann das wirklich nur empfehlen. Also wer mal ein bisschen andere Gespräche sucht, wer da einfach mal sagt, ich möchte einen Interviewer, der nicht so diese klassischen Top-10-Fragen, die jeder stellt, sondern wirklich in den Dialog geht, hinter den Menschen blickt und den Menschen auch so ein bisschen hervorlockt und ja, einfach so diese Wand des Hören, Sprechens, des ich bin hier nur der Interviewer, du der Gast, sondern so ein Miteinander. Ich finde, das schafft Matze wirklich immer wieder und wirklich großartig. Deswegen mein Hörgenuss des Monats Oktober und ich bin sehr gespannt, was der Hörgenuss der anderen Mädels sein wird. Vielleicht habt ihr ja auch einen Hörbuch-Tipp oder etwas ganz Besonderes, was ihr im Oktober gehört habt, dann super gerne auch in die Kommentare. Ich verlinke natürlich auch alles unten in der Infobox, also schaut da super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.